Ja, hallo ihr da. Herzlich willkommen zum nächsten Quick Play Guide zu Heroes of the Storm. Heute werden wir uns einmal Lily anschauen. Ja, Lily ist quasi, ja, was soll ich sagen, die eierlegende Wollmilchsau aus Heroes of the Storm. Lily ist ein unglaublich starker Heiler. Ihr seht, dass zwei ihrer Fähigkeiten unten ausgegraut sind. Diese aktivieren sich erst, sofern sie benutzbar sind. Lily ist ein sehr leicht zu spielender Charakter, kostet 2000 Gold und ist in jedem Heldenkader. Ja, also sie sollte vorzufinden sein. Also sie ist sehr stark, hat extrem starke Heilzauber, bringt einen Escape mit, flinke Füße, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit nach dem Erleiden von Schaden eine Sekunde lang um 10%. Das heißt, wir kommen sehr leicht aus Gefahrensituationen. Die Mana-Kosten ihres Hauptheilzaubers sind extrem gering. Heilendes Gebräu, Mana 30, Abklingzeit 3 Sekunden, heilt um 430 Lebenspunkte. Der einzige Nachteil am Heiligen Gebräu ist, dass Heilendes Gebräu, nicht direkt auf den gewünschten Helden angewandt werden kann, sondern heilt den Helden im Wirkungskreis mit dem niedrigsten Lebenspunktestand. Das ist auch der einzige Nachteil. So, wir werden hier auf Stufe 1 die zeitlose Kreatur nehmen. Erhöht die Dauer der Wolkenschlange. Die Wolkenschlange ist quasi ein Pet, wird dazugerufen und verursacht Schaden. Bleibt 8 Sekunden lang bestehen, ja, und verursacht pro Angriff 64 Schaden. Wir erhöhen die Dauer der Wolkenschlange. Und zwar aus folgendem Grund. Auf Stufe 4 nehmen wir hier die Drachenheilung. Die Wolkenschlange heilt den verbündeten Helden jedes Mal um 48 Lebenspunkte, wenn sie angreift, um einen zweiten effektiven Heilzauber zu bekommen. So, hier wählen wir aufs Haus. Weitere Einsätze von heilendes Gebräu kosten weniger Mana. Hat folgende Bewandtnis. Im Late Game oder auch zwischendurch, die Teamfights können sehr Mana-zehrend sein, damit ihr nicht irgendwann mal ohne Mana dasteht und den sowieso günstigen Heilzauber noch weiter reduzieren wollt, nehmen wir aufs Haus. So, hier nehmen wir natürlich Krug der 1000 Schlücke. Wirft den am stärksten verletzten Verbündeten in der Nähe schnell Gebräu zu, wobei Helden Priorität erhalten. Regeneriert im Verlauf von 6 Sekunden 3600 Lebenspunkte. Für eine Heal-Skillung obsolet mitnehmen. Hier wähle ich sehr gerne Windsog. Blendender Wind erhöht die Fähigkeitsstärke. Pro getroffenen Gegner um 5%. Das heißt, auch unsere Heilzauber werden verstärkt um 10%. Man kann hier natürlich auch den Schrumpfstrahl mitnehmen. Ist sehr stark, um gegnerische angreifende Helden zu abzuschwächen. Man kann aber auch gut zu Fuß verwenden, verleiht zwei Aufladungen von Blocken, nachdem flinke Füße ausgelöst wurde. Die Aufladungen halten 10 Sekunden lang an und verringern den Schaden. Automatischer Angriff um 50%, kann nur einmal alle 10 Sekunden ausgelöst werden. Ist extrem stark, kann man nehmen. Ich werde jetzt aber hier auf der Testmap den blendenden Wind verstärken. So, hier nehmen wir als nächstes Kräuterkur. Heilendes Gebräu entfernt alle Stille-Effekte, Betäubungen, Verlangsamungen, Verwandlungen und Bewegungsunfähigkeit. Erhöht außerdem die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels 3 Sekunden lang um 20%. Bitte, bei einem Zauber mit nur 3 Sekunden Abklingzeit, ein eingebautes Läutern und Movement-Speed-Erhöhung, das ist so wahnsinnig gut. Nehmen wir nun mal den Fall, der Butcher stürmt an. Er stunt das Ziel, heilendes Gebräu frei. Er benutzt seine Ulti ans Messer liefern. Zack, heilendes Gebräu frei. HCC von Uta, heilendes Gebräu frei. Es ist unglaublich stark, auf Stufe 16 die Kräuterkur mitzunehmen. Deswegen mitnehmen. So, auf Stufe 20 natürlich für die Teamfights. Krug der 1 Million Schlücke. Wirft gleichzeitig 2 Krüge. Das ist unwahrscheinlich stark. Wir können es hier auf der Testmap leider nicht vorführen, aber glaubt mir, nehmt es mit. Zündet es im Teamfight, sobald ihr seht, dass eure Gruppe droppt und ihr werdet sie auf jeden Fall oben behalten. So, wir laufen jetzt mal los mit der Kleinen. Ich habe hier einen kostenpflichtigen Skin gewählt. Wir sind ja nun im Shop im Ausprobieren-Modus und hier ist alles frei erhältlich. Also hier sehen wir auch den blendenden Wind aktiv. Viel zu zeigen gibt es ja nun leider nicht. So, der blendende Wind hat noch eine Besonderheit.
für die nächsten 2 Sekunden, obwohl der Malfurion droppt ja ganz gut. So, wir heilen ihn durch unsere Wolkenschlange. Und zwar werden die Winde auf 2 Gegner verteilt, wobei Helden Priorität erhalten. Betroffene Ziele erhalten 290 Schaden und verfehlen in den nächsten 2 Sekunden alle automatischen Angriffe. Kann also zur Rettung befreundeter Helden verwendet werden. Ja, wir bleiben jetzt mal hier stehen, um uns gleich zu heilen mit dem Krug der 1 Million Schlücke. Warum? Weil wir es können. Wir sehen, dass der Heilzauber immens viel Schaden heilt. Also es ist unglaublich. Wir sehen hier auch nochmal die flinken Füße aktiv. Also Lilly ist wirklich kaum tot zu kriegen. Das Ding ist vor allen Dingen, laufen wir außerhalb der Reichweite für das heilende Gebräu, so wird diese Schaltfläche ausgegraut. Wir können nicht weiter heilen. Also sie ist sehr leicht zu spielen. Man braucht im Prinzip nur Q-Hämmern in Teamfights, um zu heilen. Wir sehen, Mana-Verbrauch ist auch nicht wirklich hoch dabei. Die Wolkenschlange kann auch auf Diener gewirkt werden. Aber so viel einmal zur Heal-Skillung. Wir werden das Ganze nochmal zurücksetzen. Ich möchte euch jetzt nochmal eine Damage-Skillung zeigen. Denn auch das ist mit Lilly möglich. Sie verfügt währenddessen über extrem hohen Self-Heal und trotzdem über guten Schadensausput, sofern man eine Doppel-Support-Kombo spielt, wie wir jetzt hier gerade. Und zwar nimmt man auch auf Stufe 1 die zeitlose Kreatur mit. Hier die Drachenheilung. Hier nimmt man den Drachenblitz. Da nimmt man den Wasserdrachen. Zu schnell. Der Windzug, blendender Wind, erhöht die Fähigkeitsstärke. Hier nehmen wir auch den Drachenbegleiter mit. Bei Anwendung auf Verbündete erhält der Held ebenfalls eine Wolkenschlange. Und auf Stufe 20 nehmen wir Doppelung. Ruf 2 Drachen herbei. So. Das habe ich noch nie ausprobiert. Nö. Irgendwann ist immer mal das erste Mal. So, ihr werdet das auch gleich sehen. Wasserdrache hat eine Besonderheit. Er verursacht 420 Schaden und er verringert die Bewegungsgeschwindigkeit getroffener Gegner 4 Sekunden lang um 70%. So, doppelte Wolkenschlange. Und wir hauen noch ein bisschen Damage raus. Das Schöne ist, die Wolkenschlange heilt den Malfurion, heilt uns. Ah, wir setzen mal die Force zurück. So, das Ganze nochmal von vorne. Also hier in dem Skin sehr schön zu sehen, die angepassten Heldenfähigkeiten. Sehr cool. Also mir persönlich gefällt der Skin von Lilly sehr gut. Ob er natürlich das Geld wert ist, ist die Frage. Also wir sehen, dass hier dauerhaft die Wolkenschlange aktiv zu haben, ist sehr, sehr stark. Arthas kommt jetzt gerade leider weg. Wir werden mal versuchen, ihn gleich mit dem Wasserdrachen festzusetzen. Wolkenschlange wird erneuert. Das sollte es dann gewesen sein. Auch eine sehr, sehr starke Heldenfähigkeit. Wie gesagt, sobald ihr eine Doppel-Support-Kombo spielt und es euch leisten könnt, auf die Heal-Ulti von Lilly zu verzichten, sehr, sehr stark mitnehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch so in Quick-Matches, wenn ihr nicht unbedingt Lust habt, auf komplett Heal zu gehen mit Lilly und den Gegner überraschen wollt mit eurem Schadensausput bzw. dem Slow, ist der Wasserdrache doch eine sehr gute Wahl. So, der Angriff der Wolkenschlange springt über. Eine Zeit lang gab es einen Bug, in dem jeder Übersprung das Ziel geheilt hat. Somit war Lilly nicht mehr tot zu kriegen und auch diejenigen, die von der Wolkenschlange betroffen waren. So, der Arthas stirbt. Der kommt definitiv nicht weg. So, das waren 2 sehr brauchbare Skillungen für Lilly. Angenehm spielbar. Sie ist im Allgemeinen ist sie ein sehr guter Held und wie gesagt, in jedem Heldenkader sollte sie vorkommen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Falls euch mein Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Besucht mich auch mal auf www.twitch.tv/tobiwan. Lasst ein Follow da und seht, wann ich live bin. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken und einen schönen Tag. Euer Tobiwan.